Zum Thema Aggregatzustände der Materie. Alle Stoffe bestehen aus Teilchen, die wir durch blaue Kügelchen modellieren. Die drei Aggregatzustände, fest, flüssig und gasförmig, unterscheiden sich durch die Bewegung der Teilchen des Körpers. Wir können uns das so vorstellen: Hier sind die Teilchen von einem festen Körper und sie bewegen sich sehr wenig. Sie haben wenig Platz, um sich zu bewegen. Um einen festen Körper aufzubewahren, reicht ein fester Untersatz. Bei einer Flüssigkeit bewegen die Teilchen sich mehr und um eine Flüssigkeit aufzubewahren, reicht ein Behälter, der nicht unbedingt mit Deckel versehen ist. Hingegen bei einem Gas bewegen die Partikelchen sich viel mehr und nehmen den gesamten Raum, der ihnen zur Verfügung steht, in Anspruch. Deshalb, um ein Gas aufzubewahren, brauchen wir einen geschlossenen Behälter. Wir behalten also diese drei Modelle für die Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig.